Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge, natürlich von Another Brick in the Mall. Wir kommen hier, wie gesagt, zurück. Ja, lang ist es her, dass ich Another Brick in the Mall aufgenommen habe. Und wir haben heute auch Samstag, ich habe heute nicht viel Zeit, aber ich möchte gerne meinen Computer mal wieder komplett Reinigung machen, alles schön sauber machen. Alles hin und her und schick und schön. Und jetzt muss ich mich erstmal hier mal wieder ein bisschen reinlesen, reininterpretieren, ich weiß schon, was ich sagen möchte. Und da müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich selber noch mal ein bisschen was gespielt gehabt und deswegen ist es das schon ein kleiner Unterschied, wenn ich jetzt so und so mal. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. So. Wenn man nicht gerade Tausenden von Dollar ist jetzt hier zur Verfügung. Und ich würde mal sagen, da wir ja bald die Alkohollizenz haben, machen wir hier eigentlich mal einen Trennmoor rein. Müssen dann aber bauen eine neue Kasse. Dann noch alles zuweisen und schön und schick und da. Halalalala. Objekte hier. Denn wir brauchen dann natürlich eine neue Kasse. Aber wie könnte man... Ah, mit Mausklick. Okay. Wie gesagt, natürlich brauchen wir eine neue Kasse. Ist natürlich jetzt dämlich, wie ich das gebaut habe. Aber das kommt schon. Ich habe zwei Angestellte hier drüben. Das geht doch gar nicht. Also da müssen wir uns sofort drum kümmern. Und zwar Geschäft. Und dann gucken wir uns mal die Personalien an. Wir dürften eigentlich durchgehend nur einen haben. Oh, wir haben ja länger offen, als wir Leute da haben. Das ist ja gar nicht gut. Also, achso, nee, klar, so. Achso, der Lagerist, ja. Hm. Ah, guck mal, wir haben sogar zwei Kassierer hier. Ach nee, das will ich nicht. Oh, das passt doch. Das ist genau richtig, nice. Dann müssen wir eben kurz mal auf die Pause gehen. Weil mir das sonst so lange jetzt dauert. Wir müssen das jetzt, wie gesagt, hier das Geschäft zuweisen. Wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn hier... Ah, Sicherheitszentrale. Das kann ich schon bauen? Nice. Füllen, Zeichen. Also wenn ich jetzt hier Lager draus mache. Und dann Geschäft. Ja. Und hier mache ich erstmal gar nichts draus. Ja. So, Geschäft 6. Das müssen wir jetzt natürlich umbauen. Achso, Geschäft... Ja, schön und gut, nicht wahr? Das wollen wir natürlich auch nicht als Geschäft noch haben. Ja, weg. So. Verwalten. Dann haben wir Geschäft 6. Da wollen wir natürlich einen Lageristen einstellen. Der natürlich... Tempo hat, wir brauchen Kassierer, die Geduld und Tempo haben. Kassierer einstellen, Tempo, Geduld, nehmen wir noch den hier. Und dann müssen wir noch die Öffnungszeiten von dem Laden machen. Ich weiß gar nicht, wann hat denn das jetzt offen? Das Ding hat jetzt offen von 8 bis 21. Ist aber auch eine scheiß Zeit, 15 Stunden arbeiten. Oh, wir machen jetzt von 6 bis 21, auch hier. Dann machen wir die Personalien, die müssen wir jetzt ein bisschen verlegen. Arbeitszeitbeginn. Der fängt hier so an. Und arbeitet 2 Stunden weniger. Und der Kassierer, der fängt später an. Und arbeitet aber 8 Stunden, oh, die tut mir jetzt schon leid, so wie sie aussieht, wird in 6 Stunden zur Arbeit kommen. Okay. Achso, weil sie jetzt beide noch, Moment, gleichzeitig da sind. Da können wir jetzt schon mal das nächste Geschäft vorbereiten. Genau. So.
Eigentlich würde ich das fast so machen. Das in der Mitte würde ich eigentlich schon fast wegmachen. Sieht scheiße aus. Kann man sie einfach komplett nur wegmachen? Aber hier bauen. Bodenfliesen, entfernen Objekte, Fundament. Gut, ist mir jetzt auch egal. Das nächste Mal die Alkohol-Lizenz. Bier, Alkohol und Wein. Ja, ich weiß da nicht, was man da brauchen an Dingen. Ah, hier Alkohol. Schluck auf. Das ist natürlich nicht gut. Und mein Spiel leckt. Ich hoffe mal, das bricht jetzt nicht ab. Nee, es bricht nicht ab. Das ist sehr, sehr nice. So, gucken wir mal. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt... Also im Moment haben wir... Oh, hier kann man auch Bier reintun. Schön gekühltes Bier. Aber da will ich nicht so viel machen. Hier macht man dann irgendwie die gesamten Getränke rein, würde ich sagen. Das ist schon gut so. Zahnpflege, Kosmetik brauchen wir hier nicht. Kleiderständer brauchen wir auch nicht. Hier brauchen wir auch nichts. Brauchen wir auch nichts. Brauchen wir auch nicht. Dann müssen wir uns am nächsten mal als nächstes mit dran kümmern. So, Fastfood, das können wir nämlich auch mal machen. So, mal im Fastfood-Bereich, weil Fastfood ist eine Sache, da kriegt man relativ gutes Geld. Und was braucht man da? Medienlieferant, Gerätehändler. Ja, gibt es natürlich Geld, wie verrückt. Restaurant 1. 96 aber das würde ich sagen, machen wir als nächstes. Wenn natürlich das Bier fertig ist. Na cool, der ist in. Ist gleich fertig. Das trifft sich super. Dann müssen wir mal gucken, was wir mal als nächstes. Wir brauchen auch irgendwann mal einen Plan hier. Wie wir überhaupt was machen. So. Ich habe herausgefunden, dass man noch mit Rechtsklick jetzt hier ausbilden kann. Das ist sehr, sehr nice. Mal hier dreimal Alkohol. Dann brauchen wir natürlich noch Getränke, Mineralwasser. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir oben schon genommen haben. Machen wir hier nochmal Limo rein. Dann nehmen wir hier nochmal Bier und hier nochmal Wein. Alter. Eigentlich würde ich hier am liebsten nochmal Wein machen. Weil das Bier ist immer kühl. Schön gekühltes Bier, das ist doch schön. Getränke. Alter, Bier. So. Hier drüben ist auch irgendwie alles leer. Also hier brauchen wir hundertprozentig nochmal ein Einräumer. Aber auch unser Geschäft 5 braucht natürlich Kassierer mit Geduld. Und mit Geduld. Dann öffnen wir um 7 und 15 Stunden, um 6 und 15 Stunden. Dann verlegen wir die so und dann verlegen wir die so und die darf 6 Stunden arbeiten. Dann brauchen wir hier noch einen Lageristen, der natürlich Tempo braucht. Und der muss... Eigentlich brauchen wir hier zwei. So. Und nochmal einen Lageristen einstellen, der natürlich auch nochmal Tempo hat. Der aber relativ früh beginnt. Damit eben schon mal alles drin ist. Dann haben wir nochmal das Geschäft 6. Da brauchen wir auch nochmal einen Lageristen, weil es ist mir zu wenig. Der darf noch früher anfangen und der Lagerist darf noch mal ein bisschen später kommen, sondern müsste eigentlich alles ausgedeckt sein. Hier drüben ist es auch relativ Scheibenkleister, aber warte mal, jetzt braucht das Geschäft 5 natürlich noch ein Lager.
Müssen wir das noch nehmen? Gut. Müssen wir dann irgendwann mal hier noch ein Lager machen. Irgendwann mal, ich träume mal davon, dass hier was ganz Großes hin soll. Ob es natürlich wirklich so ist, keine Ahnung. Warum ist hier kein Kassierer? Warum ist hier, Gottverdammt, kein Kassierer? Geschäft Nummer 6. Verwalten, Geschäft 6. Ach so, ja. Jetzt geht's natürlich. Wenn ich natürlich so dämlich bin und kein Lager reinmache. Hier sieht es auch relativ leer aus. Hier glaube ich müssen wir... So, an den Kassen reicht das ja. Das ist ja kein Problem. Aber Geschäft 1 braucht sicherlich nochmal Personal. An Lageristen. Da sind wir relativ schon durchgemischt, aber da können wir vielleicht noch was in Stunden machen. Lagerist. Auch dass das mit Wechsel ist ein bisschen komisch. Aber was ist denn, wenn man den frühesten... Hier, dann haben wir durchgehend. Und dann stellen wir noch einen Lageristen ein. Obwohl, nee, es sieht ja jetzt wieder voll aus. Wir brauchen aber mehr Hausmeister, glaube ich, langsam. Wartungszimmer. Hausmeister einstellen. Ja, die alte, die kann das relativ gut. Deswegen stellen wir die noch ein. Die fängt mal um 6 Uhr an, und dann geht es bis 24 Uhr. Das passt, glaube ich. Das ist schon zu... Das ist zu... Das ist super, super, like a marinara. Oh. Es ist eben doof, dass sie jetzt hier rüber gehen müssen, um überhaupt hier ins Lager zu kommen und dann den ganzen Weg wieder zurück. Aber sagt das Geld, ne, wir könnten jetzt uns noch mal ein Fundament bauen, so mit Personaltür. Dann machen wir hier nämlich noch mal Lager draus. Ich will auch irgendwie schon langsam hier hinten irgendwie das Große anfangen, dass man ihm nach und nach so noch mal... Nee, das würde ich erst am Ende machen, wenn man so weiß, was alles für Sachen existieren, die man bauen kann. So. Dann sind wir fertig mit Bauen, das ist sehr gut. Und ich versuche jetzt erstmal die Videos wieder weniger zu schneiden. Hat den folgenden Grund, dass ich ja jetzt erstmal nicht ganz so viel Zeit habe und mein PC teilweise ein bisschen rumspinnt. So, Lager 8. Und zwar brauch Geschäft 6 Lager neu zuweisen und Geschäft 5 Lager neu zuweisen. Halleluja, das nehmen wir mal ein Minus. Stopp, 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 stopp. So viele wollen Alkohol? Da habe ich ja ganz schön was verpasst jetzt. So. Zuweisen, Geschäft 6. Nee, ach, bin ich bescheuert. Verwalten, Geschäft 6. Nee, 5. Ja, also ich sehe, man nimmt sehr, sehr wenig ein. Personal. Kassiere einstellen. Und da geht nochmal so zur Hauptzeit, kommt da. Dann machen sogar mal 9 Stunden. Oh, und los geht's. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen kontrollieren. Klar, jetzt klappt es eben noch nicht. Muss erst nächsten Tag. Hier ist auch jetzt relativ wenig los. Und dafür haben wir jetzt hier die großen Geschäfte im Moment noch, die aber eben noch gemixt werden sollen. Weil wir ja... Ja,
schwer zu erklären, wie ich das jetzt alles sagen möchte. Wir bauen hier die verschiedenen Tierstufen, deswegen muss sie noch mehr gemischt werden. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt beobachten wir mal unsere kleinen Lehnen. Ob das jetzt gut geht. Also da warten jetzt schon viel zu viele. Obwohl, es geht eigentlich noch. Dann jetzt sind wir teilweise gar nicht besetzt. Achso, weil sie Pausenzeiten gemacht haben. Die dürfen ja Pausenzeiten machen, wie sie wollen. Wenn sie mal aufs Klo müssen, ja, dann gehen sie eben. Oh, hier ist aber auch nochmal was los. Das heißt, verwalten braucht noch mehr Personal. Im Geschäft 5 Kassierer. Oh ja, volles Tempo als junger Bursch. Achso, nee, das war falsch. So. Der Kassierer fängt etwas später an. Und das ist mal teilweise drei. Das heißt, wenn sie Sommerpause machen, dann ist das, glaube ich, mal besser so. Kleidung wird nicht so viel gekauft. Ja, doch, die machen relativ. Ist eben eine teure Sache. Teure Sache. Deswegen wird das vielleicht gut verkauft werden. Und das Restaurant müssen wir irgendwann mal anfangen. Nur wohin ist die Frage? Bauen wir erstmal ein paar Straßen, nicht wahr? Wenn wir mal hier alles so ein bisschen abgrenzen. Dass eben hier so die kleinen Läden hinkommen und... Können wir nämlich dann hier noch Ladezonen und alles machen. Ah, ich glaube, das ist schon gut, so wie ich das jetzt mir im Kopf habe. Oh, gucken wir mal, Restaurant kommt als nächstes. Warteschlangen, okay. Ja, das kann natürlich jetzt eine Weile dauern. So, jetzt gucken wir mal nochmal den ganzen Tag durch. Also teilweise wird gesagt, jo, die Warteschlangen sind zu lang, manchmal sind sie auch wieder nicht da, manchmal sind sie da. Jetzt hauen sie zum Beispiel wieder ab. Also ich glaube, als nächstes muss der Ladendiebstahl gemacht werden. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt dadurch relativ viel auch verlieren. Und das Restaurant, das bauen wir dann auch gleich. Das kommt dann als nächstes. Also Kleidungsladen, der läuft eigentlich gut. Hier wird nicht viel gebraucht und alles. Aber Alkohol würde ich sagen, kommt dann als erstes die Dings rein. So. Bustransport 1. Gibt es auch einen Bustransport 2? Achso, 20 Bus. Alles klar, warum? Wie viel können wir? Oh, 40. Gehobene Restaurant. Oh. Big Data. Alter, hier kann ja noch sehr, sehr viel selbst ausgleichen Rollen für das sie. Alles klar, ich weiß aber nicht, was das ist. Also 48 Stunden, das kriegen wir als nächstes hin. Achso, klar, wir müssen mal mehr Büroarbeiter einstellen. Dann kriegen wir das natürlich auch schneller. Warum komme ich nicht klar auf den Gedanken? Arbeitsbeginn, Büroarbeiter machen wir. Was macht überhaupt ein Büroarbeiter? Das ist die Frage. Machen wir den noch? So, und Büroarbeiter einstellen. Da können wir nämlich 24/7 jetzt unsere Punkte machen. Oh. Das ist, glaube ich, gut so. Ja.
So machen wir es. Bisher haben wir eben jetzt ein Büro jetzt hier, würde ich sagen, aber das verändert sich eh bald irgendwann mal. Und dann haben wir nämlich jetzt hier einen durchschnittlichen Fortschritt von 12,7 Arbeitsstunden täglich. Nee. Finanzmäßig sinken wir auch. Ach du Schienenkleister. Oh, wir können Darlehen aufnehmen. Das ist auch nice. Wie viel können wir maximal? 9.980. Wir müssen aber täglich 1.600 zurückzahlen. Das ist ja gar nichts. So. So, das mit dem Restaurant müssen wir jetzt als nächstes wieder schon mal einplanen. Wir müssen hier einfach. Wie kriegen wir jetzt wieder mehr Geld rein? Getränke, Bier, Lebensmittel, Milch, Lebensmittel, frisches Fleisch, Toilettenpapier, muss irgendwie alles mal drin sein, dass die jetzt mal wirklich alles mal zur Verfügung kamen. Das ist ja Getränke. Alkohol. Konserven. Wein. So. Was können wir hier vielleicht noch reinmachen? Glühbirnen und Elektrizität. Die haben wir auch überhaupt noch nicht drin. Das ist gut. So. Das war's erstmal. Da haben wir mal wieder was Buntes. Das wird vielleicht die Leute ein bisschen anregen. Und hier bauen wir auch noch ein paar Sachen rein. Bauen. Ach du. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch jetzt hier hinkriege, dass wir jetzt hier gut da sehen. Da stehen. Frisches Gemüse. Das passt nie rein. Was könnte man hier noch machen? Hier könnte man Spielzeug noch rein. Das gibt es auch manchmal in ein paar Läden. Und ein paar Süßigkeiten. So. Machen wir hier. Wo ist denn das Spielzeug? Spielzeug. Zweimal Spielzeug. Dann können wir hier noch Getränke mit Limonade. Dann kann man hier Getränke mit Mineralwasser und dann können wir hier noch Lebensmittel, passt nix. So. Das ist zum Beispiel auch schon wieder ein bisschen bunter gemischt und das ist schon okay so, würde ich sagen. So. Weil wenn wir mal auf... Ah, wir könnten mal... Ah, Marketing können wir noch nicht. Bedarf mal gucken. Haben wir zwar Alkohol gut schon ausgereift, ist aber die Sache, dass wir eben die 150% hier noch nicht erreicht haben und das müssen wir eben jetzt mal machen. Ich habe mir hier noch Limo drin und alles, deswegen hier Mineralwasser und Limo. Deswegen waren die 50% auch nicht erreicht, die aber recht gewünscht sind. Da kommt eben dann später noch so ein Weinladen, so was ähnliches, kann man sich dann vorstellen. So, gucken wir mal, wir müssen in das Plus kommen. Was anderes interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Sonst müssen wir die Geschäfte länger offen halten. Die Parkplätze werden auch nicht mehr so unendlich viel genutzt. Plus sind wir, das ist sehr gut. Und die Kleidungsgeschäfte werden jetzt sehr gut besucht. Deswegen brauchen wir auch eine neue Kasse. Leute, wir müssen mal ein Part ändern. Ja, stopp. Wenn ich gerade Sport gefahren habe, gibt noch einen Daumen. Wenn ich einen Daumen runter schreibe, dann kommt darauf, ob ihr mehr davon seht oder auch nicht. Und dann müssen wir uns mal sagen, ciao, ciao.